Heute am Studententag auf der Ideen-Expo haben wir zum Abschluss des heutigen Tages was ganz Tolles da, nämlich einen Wissenschaftler, der übers ganze Gesicht strahlt und dessen Lieblingssendung die Sendung mit der Maus ist. Und das Gute daran ist, dass ich hoffe, dann auch etwas zu kapieren. Professor Renz, herzlich willkommen erstmal bei uns von der Leibniz-Uni Hannover. Und Sie sind Professor für ein für mich unaussprechliches Wort, nämlich anorganische Chemie. Was bitte ist anorganische Chemie? Ja, also anorganische Chemie ist die unbelebte Chemie. Wenn ich also, sagen wir mal zum Beispiel, ich nehme ein Stück Salz, so ein Salzkristall. Ja. Jeder hat zu Hause mal so ein Viertel Kilo stehen. Aha. Übrigens Vorsicht, damit kann man 25 Erwachsene vergiften. Aber bitte andere Tipps hier aber, geben an dieser Stelle. Es sind aber, auch viele Kinder noch da. Okay, ja. Alles klar. Nun, Salz ist also ein Kristall und ja. Die Mediziner definieren Leben zum Beispiel als ein Stoff oder eine Umgebung, die sich selbst vermehren kann und eben einen Stoffwechsel hat. Und das hat Salz nicht, deswegen anorganisch, sprich tot und nicht lebendig. Richtig. Im Gegensatz zur organischen Chemie. Richtig. Was machen Sie hier auf der Ideenexpo? Also wir stellen zum einen die Leibniz-Universität vor und präsentieren auch unseren Studiengang. Ja. Das ist der Studiengang für Chemie. Da haben wir einen Masterstudiengang und natürlich zuvor einen Bachelorstudiengang. Und dann gibt es natürlich auch in dem Bereich nicht nur Chemie, sondern auch für Biochemie. Also wir haben da so Flyers auch, die kann man sich bei uns auf dem Stand abholen. Die brauchen wir hier gar nicht lange zeigen, weil die sind tatsächlich dann bei Ihnen auf dem Stand abzuholen. Richtig. Wir haben noch viel schönere Sachen gleich zum und zeigen. Da gibt es drei große Gruppen, Chemie, Biochemie und Life Science. Was und ist Life Science? Life Science beschäftigt sich dann etwas, wie der Name schon sagt, mehr mit Leben. Aha. Also Wissenschaft mehr im Leben. Und die meisten Leute begnügen sich natürlich nicht nur mit der reinen Chemie, mit der unbelebten. Die muss man natürlich auch lernen, denn Salze müssen wir täglich essen, um zu leben. Ja. Also nur weil wir leben, heißt das nicht, dass wir nicht auch anorganische Stoffe zum Leben brauchen. Sie haben ein Experiment mitgebracht. Das müssen Sie mir mal erklären. Wir haben hier aufgebaut bei uns im Studio einfach mal so ein Stativ oder eine Staffelei. Ja. Da drauf ein schwarzer Punkt, ein weißer Punkt. Richtig, das ist also ein uralt Experiment, das also vom von Herrn Goethe stammt, der jetzt den 260. Geburtstag feiert. Ich glaube, am 28. August 1749 geboren. Und da sieht man also, dass der weiße Kreis und der schwarze Kreis gleich groß sind. Und Newton sagte dann immer, wenn die gleich groß sind, dann sind die gleich. Goethe sagt, weiß wirkt auf mich größer und dann ist er auch so. Und in der Fernsehkamera erscheint der weiße Kreis etwas größer. Moment, ganz langsam. Also, der olle Goethe hat gesagt, blenden wir das nochmal gerade eben ein? Genau. Der olle Goethe hat gesagt, der weiße Kreis ist größer, er wirkt auf ihn größer. Es sind aber nachgemessen, natürlich von Ihnen, gleicher Durchmesser, gleicher Umfang. Das müssen wir mal wirken lassen ein bisschen. Ja. Sie müssten ein bisschen näher rangehen noch und vor allem auch mittig das nehmen. Wenn Sie aber so diese Models zum Beispiel sehen, die sind oft untergewichtig oder auch die Schauspieler oder Moderatoren sind oft untergewichtig und die werden dann... Also auf mich trifft es nicht zu, ja, leider. Die erscheinen oft als normalgewichtig, weil die dann eben in das Dunkle ausstrahlen. Das dunkle Schwarze gibt kein Signal in unserem Auge, deswegen schlafen wir gerne im Dunkeln, damit wir dann keine Bilder im Kopf erzeugen. Wow. Also jetzt nochmal zu den Models zurück. Die sind in Wirklichkeit noch dünner als im Fernsehen? Ja, deswegen hat man oft das Problem, dass man den Models dann immer sozusagen schon Beschränkungen gibt, dass man bei bestimmten Catwalks schon keine untergewichtigen Models mehr zulässt. Ja, jetzt kommt mir auch das wieder in den Sinn, dass man gerne mal sagt, das Fernsehen trägt auf. Das habe ich bisher immer so behauptet, um zu sagen, ich bin gar nicht so dick, wie ich eigentlich aussehe. Aber jetzt haben wir da eine Erklärung dafür. Was kann man noch jetzt sehen an diesem Experiment? Also der weiße Kreis strahlt also dann in das Schwarze rein. Und die Frage ist, gilt das, was für die Fernsehkamera gilt und auch für die Digitalkamera, gilt das auch für das menschliche Auge? Und die Antwort ist, wir haben eine Studie gemacht mit mehr als 1000 Leuten und nur 30% der Leute sehen das so. Für die anderen wirkt also der weiße Kreis nicht größer. Und das bedeutet, wenn der weiße Kreis größer aber wirkt... Aber Goethe hatte doch noch keine Fernsehkamera. Er hat behauptet, auf ihn hat er auch größer gewirkt. Ja, Goethe war offensichtlich ein ausgeglichener Seher. Oder er hatte nie ein Kreuzexperiment durchgeführt. Aha. Und basierend auf dieser Aussage stammt auch der Satz, schwarz macht schlank. Denn wenn die hellen Objekte größer wirken, müssen die schwarzen kleiner wirken. Und den kennt man doch, den Spruch, dass schwarz schlank macht.
Ja, hat jemand hier bei uns schwarze Klamotten an? Da könnten wir das mal live ausprobieren. Nee, alle mit den orangenen Ideen-Expo-TV-T-Shirts. Jetzt haben Sie noch uns ein anderes Exponat mitgebracht. Das zeigt uns ein bisschen ein anderes Gebiet, auf dem Sie noch unterwegs sind. Sind Sie im Weltraum? Ja, also wir arbeiten für die NASA. Ich wollte aber noch den Clou von der anderen Sache noch machen. Entschuldigung, dann noch mal zurück hier rüber gucken bitte. Für das, was die Digitalkamera macht, das schwarz-schlank macht, gilt für die Kamera. Aber für uns Menschen ist nur ein Drittel der Menschen sieht das so. Die anderen sehen schwarz nicht als schlank an. Und warum ist es so? Warum gucken wir da unterschiedlich? Weil die im Gehirn das kompensieren. Aha. Es wird also dann anders verarbeitet. Und wo genau die Schnittstelle liegt, das wissen wir noch nicht. Aber es wird große Auswirkungen auf die ganze mediale Welt haben. Wahrscheinlich schon, aber hat das was mit Intelligenz zu tun? Ich hoffe doch nicht. Ich denke, wir sind da einfach nur unterschiedlich. Aber wir haben bis jetzt gut gelebt, wir werden es auch weiter, denke ich. Okay, also haben wir den Clou bei diesem Experiment? Richtig. Das gleiche Problem haben wir nämlich auch am Mars. Hier am Mars haben wir nämlich hier eine Kamera. Diese Kamera ist auch links und rechts, hat jeweils statt dieser vier Sensoren bei uns im Auge, wo wir also vier, nämlich die Farbsichtigkeit mit drei Sensoren und eine für die Helligkeit, haben wir dort am Mars 10 Filter. 10 Filter bedeutet, wir müssen jetzt unser Bild aus 10 verschiedenen quasi Brillen, ein so ein Filter wäre wie eine Brille, die ich mir aufsetze. Ja. Und diese Kamera ist nur eine Schwarz-Weiß-Kamera am Mars mit 96 Megapixel. Wenn man sich so eine dicke kennt, was einer handelsüblich zu Hause hat, von, mit 10 Megapixel vorstellt, dann sind wir am Mars hier mit 96 schon gut dabei. Und wenn wir die jetzt vergleichen, die 10 Filter, müssen wir ein Bild ausrechnen, das so ausschaut wie unser Bild, das unser Auge erzeugt. Und genau aufgrund von diesen Sachen sind wir zu diesem Experiment gekommen. Denn die Interpretation der Daten ist wichtig. Was nutzen uns die besten Daten, die wir gemessen haben, wenn wir sie nicht verstehen oder falsch interpretieren? Herr Professor, ich versuche ja hinterherzukommen. Es ist aber mit meinen physikalischen und chemischen Verständnissen nicht allzu weit her. Wie können Sie denn hier auf der Ideenexpo beispielsweise junge Menschen, die bisher noch nicht so viel mit Chemie, Physik zu tun hatten, dafür begeistern? Mit so beeindruckenden Experimenten? Wenn ich die Leute frage, zum Beispiel, welche Farbe der Himmel am Mars hat, und als man 76 zum ersten Mal gelandet ist, dachten die Leute, auch von der NASA, der muss blau sein und haben versucht, das Blau hinzukriegen. Aber er ist gelb. Und die Sonnenuntergänge am Mars sind so grünbläulich. Warum? Weil ich habe jetzt gezögert mit der Nachfrage, warum, weil jetzt bestimmt eine Erklärung kommt, die ich nicht nachvollziehen kann. Trotzdem, denke, wir versuchen es. Ich denke, die Erklärung ist vielleicht gar nicht so kompliziert. Auf der Erde, da gibt es Wasser, da gibt es Regen. Am Mars ist die Atmosphäre viel dünner, weil der nur den halben Durchmesser hat, kann er keine dickere sich leisten. Nur 10 Millibar, 100 Mal dünner als auf der Erde. Das heißt, da fliegt nur Staub herum und der färbt das. Und wenn bei uns viel Staub fliegt, schaut es auch gelb aus. Wenn man bei Ihnen an der Uni studiert und Sie als Professor hat, wird man dann irgendwann auch sich mit solchen Dingen beschäftigen können oder ist das tatsächlich nur einer ganz kleinen Zahl von Wissenschaftlern vorbehalten? Also das ist wie mit allen Forschungsgebieten. Also wenn man einen Wunsch hat, ich habe geträumt, als Kind einmal ein Kontrollzentrum der NASA zu sein, aber dass ich dann da drinnen bin mit einer Funktion und noch jemand auf das hört, was ich sage. Ja, ich bin nur ein kleines Rädchen, aber auch das kann wichtig sein. Und ich denke, jeder Student, der einen Wunsch hat und ein Ziel hat, kann auch das erreichen. Das heißt, für Sie war schon klar als Kind, dass Sie sowas schon mal machen werden irgendwann? Mein Gott, ich habe ferngesehen und habe gesagt, Houston, we have a problem. Und dann wollte ich es, und dann träumt man eben, wie man halt so träumt als Kind. Und wenn man dann das Glück hat, dass es in die Realität sich umsetzt, dann strahlt man von innen und ist dankbar. Welche Voraussetzungen müssen Schüler mitbringen, um sinnvolles Chemiestudium aufnehmen zu können an der Leibniz-Uni in Hannover? Also Einstein hat mal gesagt, man muss grundsätzlich neugierig sein. Ja. Und das ist bei uns auch der Fall. Wenn man neugierig ist und ein bisschen beharrlich, dann schafft man eigentlich alles, was man möchte. Haben Sie eine Ahnung davon, wie... Wir haben gerade heute Morgen eine OECD-Studie wieder lesen müssen, leider, dass es nicht nur viel zu wenige Studenten gibt in Deutschland, also zu wenig Leute, die dieses Studium anfangen im Vergleich zu anderen Ländern, sondern auch unglaublich viele gibt, die das Studium wieder abbrechen. Wie ist das in Ihrem Fachgebiet? Die Leute, die da sich begeistern, anfangen, ziehen die es durch und danach bleiben die auch in der Wissenschaft? Also es ist natürlich, also je nach Fachrichtung gibt es unterschiedliche Ausfallsquoten. Und ich habe in Wien studiert, war dann in Japan, Amerika. Und jetzt bin ich eben in Deutschland hier und ich kenne also die verschiedenen Verhältnisse. Und
es ist oft nicht zu vergleichen. Die anderen Länder haben ganz andere Systeme. Ja? Also in Japan gibt es eine wahnsinnig schwere Eingangsklausur. Und dann im Studium hat man, wenn man die geschafft hat, ist man praktisch durch. Ja. Bei uns sozusagen wird noch während des Studiums etwas selektiert, aber man kann sich dann umorientieren. Man kann zum Beispiel, wenn man sieht, okay, man schafft es hier nicht, kann man wechseln in einen anderen Bereich. Also man hat viele Möglichkeiten, aber man muss eben den Drang haben, den Willen, etwas zu tun. Herr Professor Renz, sind Sie noch da die ganze Woche auf der Ideenexpo? Ja. Das freut mich sehr. Es lohnt sich auf jeden Fall, bei Ihnen vorbeizukommen. Wo ist der Stand der Uni? Wir haben die K unter Kommunikation 314. Alles klar. Also da auf jeden Fall vorbeikommen und dann kann man auch in solche staunenden oder in solche begeisterten Forscheraugen gucken und staunen darüber, was der Professor einem erklären kann. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren im Ideenexpo TV-Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Danke. Alles klar, das war's für heute live bei uns. Jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen Programm und morgen sind wir dann wieder für euch da, hier live im Ideenexpo TV-Studio. Bis dahin, schönen Tag noch.